say a little prayer. Ich spreche ein kleines Gebet. So heißt das Lied, das wir gerade eindrucksvoll gehört haben und das damit der perfekte Einstieg für den heutigen Sonntag Rogate ist. Ganz herzlich begrüße ich Sie in der Auferstehungskirche. Von hier aus feiern wir zusammen Gottesdienst mit dem gesamten Kirchenkreis Bonn. Dies tun wir online mit Ihnen zu Hause, aber auch mit einigen wenigen hier vor Ort. Rogate, betet. Auch wenn das Beten immer wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes ist, heute soll das Gebet ganz besonders im Mittelpunkt stehen. Lassen Sie uns zusammen Gottesdienst feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Im Wechsel beten wir nun Psalm 62. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hängende Wand und eine rissige Mauer? Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Zuversicht und zu diesem Gott wollen wir jetzt beten. Du lebendiger Gott, du bist da, hier in der Kirche und auch zu Hause in den Wohnungen. Danke, dass du uns wahrnimmst. Danke, dass du so gern mit uns in Beziehung trittst. Wir möchten jetzt unser Herz vor dir öffnen. Bitte begegne uns in diesem Gottesdienst. Darum bitten wir im Namen von Jesus. Amen. Wir hören jetzt den Choral, lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Er steht im Gesangbuch, Sie können gerne die beiden Strophen mitsingen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht in der Bergpredigt bei Matthäus im 6. Kapitel. Jesus spricht: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten.
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Liebe Gemeinde am Bildschirm und hier in der Kirche, vor ein paar Tagen hat der WDR eine Reportage gezeigt über die Uniklinik hier in Bonn mit Eckhard von Hirschhausen. Hirschhausen auf Intensiv, vielleicht haben Sie ja die Sendung gesehen. Er hat da mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, mit Ärzten, mit Pflegepersonal und mit Angehörigen, die schwerkranke Patienten hatten. Und am Ende der Sendung sagte er, viele Menschen beten in der Corona-Zeit. Sie beten für ihre Angehörigen, sie beten für Freunde, die krank sind. Da beten Menschen, die sonst wenig mit Gebet und Glauben am Hut haben. Der Sonntag heute ist eine große Einladung zum Gebet, Rogate, betet. Und diese Einladung, die richtet sich an alle, an die Frommen und auch an die Skeptiker. Probier es aus mit dem Beten. Probier es aus mit all deinen Zweifeln und all deinen Fragen. Diese Einladung zum Gebet, die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott möchte, dass wir beten und jeder kann es. Und gleichzeitig gibt es in der Bibel auch so ein paar kritische Töne zum Gebet. Wir haben das eben im Evangelium gehört. Jesus sagt, nicht jede Art von Beten ist angemessen. Ihr sollt keine fromme Show aus dem Gebet machen. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Es gibt ja Menschen, die das Gebet als Mittel verwenden, als Mittel zum Zweck. Sie beten, um etwas zu kriegen. Und sie denken, je mehr ich bete, je öfter ich Gott meine Bitte vorbringe, desto größer werden die Chancen, dass ich bekomme, worum ich bitte. Und wenn sie dann nicht kriegen, was sie wollen, sind sie enttäuscht und sagen, das Gebet bringt doch nichts. Jesus macht hier sehr deutlich, das ist nicht angemessen. Wir sollen Gott nicht zutexten und ihm sagen, was er zu tun hat. Wir sollen nicht manipulieren und vor unseren eigenen Karren spannen. Sonst machen wir das Gebet zum Mittel, zum Zweck. Sonst benutzen wir ihn und damit wird es missbraucht. Das Gebet ist kein Mittel, aber es führt uns zur Mitte. Gebet ist Begegnung mit Gott. Gott ist ja kein fernes Wesen irgendwo am Rand des Universums, sondern er ist mitten unter uns. Jesus sagt, er ist im Verborgenen, aber ganz nah, überall. Er ist die verborgene Mitte von allem, was ist. Er ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält, wo alle Fäden zusammenlaufen, die Quelle, aus der alles kommt. Wenn wir beten, dann kommen wir zur Mitte des Lebens. In dem Psalm, den wir vorhin gesprochen haben, da heißt es, schüttet euer Herz vor Gott aus. Ich finde, es gibt keine bessere Beschreibung, was beten heißt. Vor Gott mein Herz ausschütten. Mein Inneres rauslassen, meine Gedanken und Gefühle, meine Angst, meine Sehnsucht, meinen Dank, meine Freude. Ich kann das alles vor Gott aussprechen.
nicht um irgendwas zu kriegen von ihm, sondern um mein Leben mit ihm zu teilen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gebet ist kein Mittel, ist auch keine fromme Pflicht, sondern für mich ein riesengroßes Privileg. Unser Sohn, der hat vor einem Jahr ein Praktikum beim Bundestag in Berlin gemacht. Er hatte einen Ausweis bekommen, mit diesem Ausweis durfte er in alle Räume gehen, hatte freien Zugang. Wir haben ihn mal besucht und da hat er uns mal so rumgeführt durch den Reichstag, durch die Abgeordnetengebäude, durch unterirdische Gänge, wo man sonst gar nicht rein darf. Er musste nur sein Ticket zeigen, seine Karte, dann gingen alle Türen auf. War richtig cool, wir fühlten uns sehr privilegiert. Alle Türen zur Zentrale unserer Republik gingen auf. Und ich dachte, beim Gebet ist es so ähnlich. Jesus, der Sohn, der macht uns den Weg frei. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert. In ein paar Tagen feiern wir Himmelfahrt. Jesus macht den Weg frei zum Vater. Freier Zugang zu Gott, zur Schaltzentrale dieser Welt. Wir können ihn erreichen, die Türen stehen offen. Wir können mit ihm sprechen und er nimmt uns wahr. Überall, zu jeder Zeit. Gott sieht ins Verborgene, er nimmt dich wahr und vor ihm kannst du dein Herz ausschütten. Und wenn wir so beten, dann merken wir, wie das Gebet uns verändert. Das Herz wird weiter, die Last wird leichter. Ich realisiere, ich bin nicht allein, Gott ist bei mir und mit ihm ist alles nur noch halb so schwer. Im Gebet verändert sich mein Blick auf die Dinge. Ich entdecke, wie viel mir geschenkt ist und wie viel Grund zur Dankbarkeit ich habe. Gelassenheit und Freude zieht in die Seele und das Leben kommt in Balance. Gott erhört nicht jedes Gebet, so ich mir das wünsche, aber jedes Gebet verändert mich. Mechthild von Magdeburg, eine Mystikerin aus dem Mittelalter, die sagte mal folgenden Satz: Das Gebet zieht den großen Gott in ein kleines Herz. Es treibt die hungrige Seele hinaus zum Gott der Fülle. Gebet ist ein riesiges Privileg. Und darum können wir es so machen wie Aretha Franklin. Say a little prayer. Ein kleines Gebet, morgens, wenn wir aufwachen, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Kaffeepause oder bei einem Spaziergang hier durch den Kottenforst, wo man ganz wunderbar beten kann. Gott ist so nah und der Zugang zu ihm ist immer frei. Heute lädt Gott uns ein, betet. Wer kann da wohl widerstehen? Amen. Wir hören jetzt ein Lied, das ist eine Vertonung vom Vater Unser. Da heißt es: Bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Singen Sie gerne mit.
Kollekte, die heute an diesem Sonntag erbeten wird, ist für die Vereinte Evangelische Mission bestimmt. Die VEM unterstützt in Afrika und Asien die Ausbildung und den Einsatz von Fachkräften in kirchlichen Krankenhäusern. Kirchliche Krankenhäuser sind dort oft die einzigen medizinischen Versorger. Sie brauchen unsere finanzielle Hilfe. Sie können online spenden. Die Adresse wird eingeblendet. Jede Spende zählt. Vielen Dank für alles, was Sie geben. Das ist heute am Sonntag Gugat ein bisschen anders als sonst. Wir haben Menschen aus der Gemeinde gebeten, uns ihre Gebete zuzuschicken. Die wollen wir jetzt vor Gott bringen. Lieber Gott, auch in diesen schweren Zeiten sind wir in dir geborgen. Deine Liebe trägt uns durch Sorgen und Angst. Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus, der uns umhüllt, und Segen dazu, der uns immun macht gegen Panik. Sage zu unseren ängstlichen Herzen, beruhige dich. Sprich zu unserer verzagten Seele, ja, die Gefahr ist da, aber ich bin bei dir. Im Kommen und Gehen durchwandern wir die Zeit im Wechsel. Du, Gott des Lebens, ewig Beständiger, bist unser Halt, bist Hoffnung und Trost, Nähe und Weite zugleich. Halte und begleite uns, damit wir sicher schreiten durch diese Zeit hinein in eine neue Zeit. Herr, gib allen Familien, die in diesen schweren Zeiten den Tod eines geliebten Menschen zu beklagen haben, die Kraft, mit dem schmerzlichen Verlust umzugehen. Vater im Himmel, wir sind dankbar für das wunderbare Maiwetter und manche Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Wir beten für die Kranken und Einsamen und wissen es zu schätzen, welch ein Geschenk die Gesundheit ist. Gott, eine Zeit lang war es schön, zu Hause zu bleiben. Jetzt ist es gut, dass die Schule wieder aufmacht. Begleite diesen neuen Schulalltag mit all seinen Unsicherheiten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Pandemie noch schlimmer wird, weil über nichts anderes mehr gesprochen wird. Bitte lass uns über Corona die anderen wichtigen Themen nicht vergessen, zum Beispiel die geflüchteten Menschen in den Lagern und den drohenden Klimawandel. Gib uns und den Regierenden die Besonnenheit, unsere Freiheiten zu bewahren, zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Es ist nicht gut, wenn uns bei allem vom Staat gesagt wird, was zu tun ist. Wir hören so viel von Leuten, die wegen Corona in wirtschaftliche Not geraten sind. Ich schätze mich glücklich, dass ich das nur aus dem Fernsehen kenne. Begleite die Menschen, die sich um ihre Existenz sorgen, und mache ihnen Mut. Herr, du kennst mich, und das gibt mir die Freiheit, dir spontan alles vorzutragen, was mich bewegt. Meine Dankbarkeit für alles Schöne, aber auch meine Zweifel und Ängste in schwierigen Situationen. Auch wenn ich auf manche meiner Fragen keine unmittelbare Antwort bekomme, gibt mir das Gespräch mit dir die Möglichkeit der Reflexion und Ruhe für so manche Entscheidungsfindung. Guter Gott, ich bitte dich für alle, die in dieser Zeit Entscheidungen treffen müssen. Steh ihnen bei und hilf ihnen, das Richtige zu tun. Und ich danke dir, dass es meiner Familie, meinen Freunden und mir bisher gut geht. Ich bitte um den Trost für alle, die einen lieben Menschen verloren haben. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so nah bist und unsere Gebete hörst. So vertrauen wir uns dir an und beten nun gemeinsam mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Unser Gottesdienst geht nun zu Ende, aber Gott bleibt nah, bleibt erreichbar. Wir können jetzt seinen Segen empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und er schenke dir seinen Frieden. Jetzt hören wir zum Schluss noch mal Musik. Oh Happy Day. Wir wünschen Ihnen einen frohen Sonntag.